Es gibt eine sehr schöne Initiative der Philosophielehrerinnen und Philosophielehrer Niederösterreichs, hin und wieder ein Buch vorzustellen, ein philosophisches Buch, das für die eigene Entwicklung sehr bedeutsam war, das großen Eindruck hinterlassen hat oder das man vielleicht auch mehrmals und immer wieder gern gelesen hat. Nun, wenn ich nach meinem liebsten philosophischen Werk gefragt werde, dann antworte ich in der Regel Sie alle. Aber da ich mir für diese Aktion eines aussuchen muss, habe ich mir gedacht, ich suche mir eines aus, das irgendwie mit der Situation, die wir momentan erleben, zu tun hat. Und das tue ich hiermit auch. Ich möchte zunächst kurz darüber sprechen, was das für eine Situation ist. Es ist eine Situation, die wir gar nicht so oft erleben. Eine Situation, in der das Denken, Fühlen und Handeln der Menschen im Grunde von einer einzigen Thematik primär bestimmt wird. Die Menschen fühlen sich vor ähnliche Probleme gestellt, mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, ja, nehmen ähnliche Aufgaben im Leben wahr. Die Frage ist aber natürlich, ist das Auftreten eines Virus, das Auftreten einer Krankheit, die Furcht vor dieser Erkrankung das Einzige, das diese Thematik gerade so wichtig und virulent für uns macht? Oder ist es vielleicht ein bisschen vieldimensionaler? Zeigt sich in dieser Thematik nicht vielleicht etwas, mit dem wir ständig zu tun haben, das aber in unseren üblichen Lebensprozessen einfach nicht so klar zutage tritt? Und was könnte das sein? Was könnte das sein, dass wir eigentlich angesprochen fühlen, wenn von uns gefordert wird, zu Hause zu bleiben, den Kontakt zu Menschen zu meiden? Was könnte es sein, dass in uns angesprochen wird, wenn von uns gefordert wird, solidarisch miteinander zu sein, gerade indem wir Abstand halten voneinander? Was könnte es sein, wenn in dieser oder jener gesellschaftlichen Gruppe oder Ebene diese und jene politischen Entscheidungen greifbar werden und zutage treten und unsere Leben nachhaltig beeinflussen? Was ist denn in all dem eigentlich angesprochen? Ist es wirklich unsere Gesundheit bloß oder ist das Phänomen unserer Gesundheit nur ein weiterer Aspekt, in dem wir da eigentlich etwas angesprochen, ja berührt finden, mit dem wir da viel inniger und intrinsischer zu tun haben? Und ich meine, das ist so. Was ist denn das, mit dem wir da eigentlich zu tun haben? Es ist unsere Freiheit, die momentan in aller Munde ist. Es ist unsere Freiheit, die wir berührt, die wir beeinträchtigt vielleicht, die wir zugleich aufgerufen fühlen und die in einer ganz merkwürdigen Dynamik und Spannung gerade sich befindet, die wir alle irgendwie erleben. Und das Buch, das ich in diesem Zusammenhang vorstellen möchte, als auch auf mich sehr stark philosophisch Einfluss geübt habend, ist Martin Luthers kurzer Traktat von 1520 von der Freiheit eines Christenmenschen. Der Titel sagt schon, das Thema der Stunde auch in diesem kleinen Büchel ist die Freiheit. Und Martin Luther bringt es eigentlich bereits am Beginn, im allerersten Abschnitt dieses Büchels, auf den Punkt und bringt die Dynamik, die auch wir heute erleben dürfen, sehr gut auf den Punkt, weshalb ich das einmal kurz vorlesen möchte. Er sagt uns dort: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und im nächsten Satz sagt er uns: Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Und genau diese Dynamik, genau dieses spannungsgeladene Verhältnis, zugleich Herr über alle Dinge und niemandem untertan zu sein als Mensch und Knecht aller Dinge und jedermann untertan zu sein, gerade dieses Spannungsverhältnis erleben wir gerade in unseren momentanen Lebenssituationen. Wir werden dazu aufgerufen, einander dienstbarer Knecht zu werden, solidarisch zu sein, Abstand zu halten. Durch die Einschränkung der eigenen Freiheit, wie Kant das mal so schön gesagt hat, die Freiheit anderer zu ermöglichen, zu gewährleisten und zu befördern. Diese Seite, diese Gewichtung des menschlichen Freiheitsbegriffes erleben wir gerade sehr stark abgedeckt und sehr stark in Anwendung. Was uns dabei allerdings immer wieder anrührt, ist die andere Frage, nämlich die Frage, von der Luther sagt, dass ein Christenmensch, ein Mensch
zugleich Herr über alle Dinge und niemandem untertan ist. Was meint er denn möglicherweise damit? Er meint damit nicht politische Herrschaft, er meint damit nicht Macht, Reichtum, Wohlstand und Einfluss, sondern er meint die Freiheit der Weltgestaltung, die Freiheit des Miteinandergestaltens dieser Welt und die Freiheit der eigenen individuellen Positionierung in dieser Freiheit und des Übernehmens von Verantwortung innerhalb dieser Freiheit. Und gerade diese gestalterische, verantwortliche, tätige Freiheit, die fühlen wir gerade ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Wir fühlen uns davon aufgerufen, dass wir dazu aufgerufen, dass wir diese Freiheit dazu nutzen sollen, uns zurückzuziehen, anderer Knecht zu werden, indem wir darauf aufpassen, dass wir nicht zu stark in zwischenmenschliche Interaktionen direkt kommen, dass wir in den eigenen vier Wänden verbleiben und so weiter, alles was sonst damit zu tun hat. Sonst aber natürlich unseren gesellschaftlichen Tätigkeiten, soweit es geht, nachgehen sollen. Das heißt, es wird gerade sehr stark von uns gefordert, unsere Freiheit im Sinne der Dienstbarkeit anzuwenden und zu verstehen. Deswegen ist es gerade jetzt umso wichtiger, mit Martin Luther gesagt, nicht zu vergessen, dass es auch die andere Freiheit gibt, die niemandem untertan ist, die gestalterische, die aktive und verantwortungsbewusste Freiheit, die sich nicht zurücklehnt und meint, mit der Inaktivität wäre sie bereits erfüllt. Denn das allein, darauf weist Luther hin, ist keine Freiheit. Freiheit ist tätig und übernimmt Verantwortung. Freiheit ist kritisch gegenüber den Dingen, die um sie herum passieren, auch jetzt um sie herum passieren. Denn unter dem Deckmantel der Dienstbarkeit wurde sie in der Geschichte immer wieder abgeschafft. Gerade diese Freiheit haben wir mit Martin Luther deswegen sehr stark hervorzuheben und niemals einfach herabwürdigen zu lassen unter der anderen Freiheit des dienstbaren Miteinanders, in der wir momentan als Menschen sehr stark stehen. Das heißt, ich empfehle die Lektüre von der Freiheit eines Christenmenschen gerade deshalb, weil sie die spannungsgeladene und komplexe Beziehung der Freiheit als Dienstbarkeit und der Freiheit als Herrschaft sehr schön vor Augen führt und wir das momentan in unserem Leben überall antreffen können, dass diese Wechselbeziehung von Herrschaft, von Freiheit als Herrschaft und Freiheit als Dienstbarkeit immerzu auftritt und unser ganzes Leben momentan davon bestimmt bleibt, natürlich immer davon bestimmt ist, aber momentan der Ausschlag sehr stark in die Dienstbarkeit geht natürlich und damit haben wir irgendwie umzugehen und wachsam zu bleiben, dass das so ist.